Tartarus ist verwüstet. Die Bevölkerung ist geflohen oder wurde erschlagen. Alle Städte stehen in Brand. Die Erde ist unwiderruflich mit dem Blut von Aliens, Verrätern und Kultisten besudelt. Es ist nichts mehr übrig, außer den Barbaren und den Space Marines, die sie vernichten werden. An diesem dunklen Ort, zu dieser dunklen Stunde, werden wir gegen die Feinde des Imperators bestehen. Sie werden erfahren, dass wir Ketzer selbst hier, auf dieser verlorenen Welt, nicht dulden. Nicht jetzt. Niemals. Ja, fanatisch auf jeden Fall. Aber, ja, wir müssen unsere Aufgabe erledigen. Wir sehen nicht mal mehr, wo wir sind. So verdorben ist Tartarus mittlerweile. Mal sehen, was Sindri mit dem Maledictum treibt. Die letzte Schlacht. Diese Störung ist wie ein Leuchtfeuer für den Warpsturm. Es beschleunigt sein Eintreffen. Wir haben wenig Zeit. Wir müssen davon ausgehen, dass Sindri den Dämonen freigelassen hat. Dann ist unser Ziel klar. Wir müssen ihn zerstören. Egal wie unterlegen wir sind, der Dämon wird uns nicht wanken lassen. Ich weiß. Ich glaube euch, Captain. Hier. Was ist das? Ein Dämonenhammer. Die Faust Gottes. Wir hatten immer vor, den Dämonen innerhalb des Steins zu vernichten. Wir wären ziemliche Tölpel, wenn wir ohne die Mittel dafür hierher gekommen wären. Ihr vertraut mir dieses Artefakt an? Ich kann mir keinen besseren Champion als euch vorstellen, um die Faust Gottes gegen diesen Dämonen einzusetzen. Außerdem nennt es eine Vorahnung, aber ich glaube, ihr werdet diesen Kampf beenden und nicht ich. Ihr denkt an den Verräter Isador. Ich habe mehr Leute gerichtet, als ihr euch vorstellen könnt, Captain. Glaubt mir, ihr seid nicht für die Verfehlungen anderer verantwortlich. Es ist nicht unsere Aufgabe, deren Reinheit zu testen. Wir führen nur das Urteil des Imperators aus, wenn es angebracht ist. Die Eldar. Wenn sie schon so verzweifelt sind, ihre bereits dezimierten Truppen zu schicken, dann sieht es wahrlich düster aus. Bereitet euch vor, eine Schlacht zu führen, wie es noch keine gegeben hat. Gleich, gleich. Einen Moment noch, verdammt. Ja, der Augenblick ist gekommen. Werdet Zeuge meines Aufstiegs! Ja, das war sein Ziel. Er wollte die Macht des Maledictum nutzen, um zum Dämonenprinzen zu werden. Der Maledictum gewährt dem Dämonenprinzen Sindri zwar unglaubliche Macht, aber wir werden trotzdem siegen. Reine Herzen und das Wort des Imperators sind mehr als genug für diese Abscheulichkeiten. Ja, wollen wir es hoffen zumindest. Wir haben hier sehr wenig Bauplatz, sehe ich gerade. Und wir werden hier auch schon angegriffen von den besessenen Chaos Space Marines, die leider sehr, sehr stark im Nahkampf sind. Also wir müssen die jetzt erstmal zurückschlagen, Masse am besten. Ja, Gabriel Angelos hat nun den Dämonenhammer, die Faust Gottes, die auch sehr, sehr stark ist. Übernehme das Kommando. Das wird uns auf jeden Fall helfen. Niemand kann der Inquisition standhalten. Oh. Der Druck muss mal weg. So, da den man am Anfang nicht einschätzen konnte, aber mittlerweile weiß man, er ist ein guter. Beziehungsweise er steht auf unserer Seite so. Okay, die Eldar sind hier ebenfalls mit am Start und die Eldar kämpfen gemeinsam mit uns. Das ist auch schon mal schön. Endlich wieder zurück im Kampf. So, nehmen wir mal direkt das Ding ein. Wir müssen uns zum Relikt vorkämpfen. Führt uns zum Feind. Das ist sehr wichtig. Der Glaube ist unser Schild. Es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Die Meinung kann man vertreten.
So, das Ding ist aufgebaut. Eine Rüstkammer haben wir schon. Wir sind ja auch gerade schon dabei, die Bastion weiterzuentwickeln. Wir haben halt sehr wenig Anforderungspunkte gerade. Die müssen wir uns auf jeden Fall noch holen. Jetzt haben wir hier einfach keine Chance. Da sind wieder besessene Chaos Space Marines. Ja. Erwarte Befehle. Wenn die im scheiß Nahkampf nicht so stark wären, ne? Ich fürchte, dass wir da Probleme kriegen werden. Da kommt schon wieder diese Oktopuswürste. Der Gegner muss in der Nähe sein. Ja, kommt mal auf die andere Seite. Momentan sieht es zwar so aus, als würden wir hier nicht verlieren, aber ich traue der Sache. Wer an meiner Seite kämpft, soll mein Bruder sein. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Wo ist der Servitor? Der ist da. Okay. Hier müssen wir erstmal das Ding hinsetzen. Es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Wer schießt da? Erwarte Befehle. Führt uns zum Feind. Was soll ich tun? Space Marines, vorwärts! Was soll ich Unsere tun? Unsere Space Marine Squads müssten eigentlich ausreichen. Verstanden. Um hier zumindest ein bisschen Stand zu halten. Ketzerei, was soll ich tun? Da kommen auch erstmal die Elder und wollen uns hier überall unsere Punkte wegnehmen oder was? Ne, das kannst du vergessen. Die hole ich mir jetzt. Keine Furcht. Für Terra. Verstanden. Auch krass, wie überall so Kometen und so durch die Gegend fliegen. Also der Planet ist halt wirklich am Ende. Das sieht man hier überall. Position gesichert. Hier unten ein Slag vorkommen, das ist auch nochmal wichtig für uns. Reliquie wurde von der Alpha Legion eingenommen. Das kann ja dann nur die hier oben sein. Wir stehen zur Verfügung. Verstanden. Ja, wir werden uns jetzt hier weiter vorkämpfen und dann werden wir die Reliquie versuchen einzunehmen. Ja. Ich bin hier, um euch zu dienen. Erstmal das einnehmen und Wer dann das Slag vorkommen. Hat keinen Glauben. Autsch. Jawohl. Verteidige Ziel. Ja, ich wollte ja nochmal erzählen, wie ich eigentlich mit Warhammer 40k oder mit Warhammer generell zuerst oder erstmalig in Kontakt gekommen bin. Das war nämlich, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ich glaube irgendwie 12 oder so. Und da kam mein Vater mit so einem Magazin nach Hause und da stand Games Workshop drauf. Und Games Workshop ist ja der Lizenzträger von Warhammer 40k. Und ich habe dann da so drin rumgeblättert und da waren diese wirklich schön gestalteten Figuren und so. Und ich habe früher schon immer gerne mit Figuren gespielt, mit so Actionfiguren und so. Da gab es ja eine große Auswahl im deutschen Markt. Ich hatte so zum Beispiel Figuren von den Gargoyles, ich hatte Figuren, Playmobil-Figuren hatte ich ganz viel, Lego hatte ich ein bisschen und ich hatte aber auch, so Soldatenfiguren und so. Also es war irgendwie alles so ein bisschen dabei. Und ich war fasziniert von diesen Figuren. Was ich allerdings erst nicht verstanden habe, war, dass man diese Figuren selbst anmalen muss. Also das war mir bis zu dem Zeitpunkt nicht ganz bewusst. Sollte aber dann der Sache keinen Abbruch getan haben, denn mir war klar, irgendwann will ich mal dieses Hobby zumindest ausprobieren. Und ihr könnt euch vorstellen, damals als kleiner Bub, wie gesagt 12, mit auch nicht besonders viel Taschengeld, da konnte man dieses Hobby eigentlich nicht betreiben. Weil es auch damals schon sehr teuer einfach war. Und das führte dann dazu, dass ich irgendwann mal, ich glaube das war auch schon dann irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre sogar später, mit meinem Vater nach Bremen gefahren bin, zu einem Games Workshop Laden, um da einfach mal reinschnuppern zu können. Und das war ziemlich überwältigend, muss ich sagen. Also da war auch gerade irgendwie so ein großer Kampf im Gange. Da standen irgendwie 10 Typen um so einen riesigen Tisch und die haben gerade da ihr Tabletop-Game gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wer gegen wen gespielt hat. Also ob das jetzt Warhammer 40k oder das normale Warhammer Fantasy war, das kann ich heute gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall war das einfach cool, das mal gesehen zu haben, auch wenn ich sehr eingeschüchtert und verschüchtert war. Hat trotzdem Spaß gemacht, dazu zu gucken. Ich fand's interessant. Und hab dann dort mein erstes Set gekauft. Das war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren das Orks. Und ich habe dann einfach mal probiert, so ein bisschen, auch mit Farben und so.
Vorwärts. So ein bisschen wie der kleine Wald es halt war, ne? Da rum zu auszuprobieren, das einfach. Und naja, meine ersten Gehversuche in dem Hobby waren eher so semi-gut. Man darf halt aber auch einfach nicht vergessen, dass ich super jung war. Ich werde nicht versagen. Und dass ich alleine für das, für das ganze Equipment, was man da braucht, ja gar nicht genug Geld hatte. Und so war dieser Versuch, in dieses Hobby einzusteigen, jetzt weder besonders lang noch besonders erfolgreich. Ich habe, wie gesagt, ein paar Orksets gekauft, habe die nie alle fertig bemalt und so, also das war halt so ein halbgarer Versuch. Ich war dann auch ein bisschen traurig darüber und habe das Hobby dann so ad acta gelegt, weil mir halt klar war, ja, weiß ich nicht, irgendwie hast du am Ende des Tages doch nicht die Geduld dafür oder die, das Interesse daran ist dann nicht groß genug, weil sonst, ne, hätte man das ja längerfristig betrieben, das habe ich aber in dem Fall dann einfach nicht. Ja, und dann viele Jahre später, also es hat mich halt immer wieder begleitet, dann habe ich halt dieses Spiel gespielt, hier Warhammer 40k, Dawn of War, andere Warhammer-Spiele oder Games Workshop-Lizenztitel. Und dann irgendwann, ich glaube vor zwei Jahren war es nicht, ein bisschen länger her, da bin ich auf Warhammer Age of Sigmar gestoßen, was ja wohl die Neuauflage oder die Fortsetzung von Warhammer Fantasy sein sollte. Und da war es dann halt so, ich habe das als Anlass genommen, weil das halt neu war, nochmal zu probieren, mit in dieses Hobby einzusteigen. Dieser Tag wird ein Glorreich. Ja, das habe ich dann gemacht, indem ich mir so ein Starter-Pack geholt habe mit verschiedenen Figuren. Das waren irgendwie so, ich weiß gar nicht, 60, 70 Figuren oder so. Ich werde nicht versagen. Und ja, habe mir alles mögliche an Equipment zugelegt, Pinsel und Farben und so ein Ding, womit man den Grad von Figuren entfernen kann, wenn das nicht ganz sauber ausgelöst wurde. Was habe ich mir noch besorgt? Ich habe mir so viel gekauft. Eine Palette habe ich mir gekauft. Ich habe mir so ein Ding gekauft, wo man die Figuren reinmachen kann und die dann in die Hand nehmen kann, damit man es da ein bisschen leichter hat. Ja. Mit der Bemalung der Figuren, damit man die Hand quasi frei hat. Alles Mögliche habe ich da gehabt. Aber auch da muss ich leider zu meiner Schande gestehen, dass ich zwar einige Figuren fertig gezeichnet habe und die auch gar nicht so schlecht aussehen. Eigentlich sahen sie ganz okay aus. Habe ich das Hobby auch da nicht wirklich lange wieder verfolgt. Und das endete dann wie beim ersten Mal vor vielen, vielen Jahren damit, dass ich halt das wieder ad acta gelegt habe. Und ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, ich habe nicht so viel Geld dafür ausgegeben insgesamt. Es mögen ein paar hundert Euro gewesen sein, insgesamt also in meinem ganzen Leben. Das ist noch, finde ich, zu verschmerzen für eine Sache, von der man dachte, man würde dafür brennen und ist es dann doch nicht vereint. Ich habe dann jetzt für mich einfach beschlossen oder festgestellt, dann ist es wohl nichts für mich. Also wenn ich jetzt zweimal versucht habe, da was zu tun und ich bin nicht am Ball geblieben, dann soll es wohl einfach nicht sein. Es ist schade, weil wie gesagt, so vom Ding her müsste es mich eigentlich total catchen und interessieren. Aber was nicht ist, ist halt nicht. Die Elder verkacken übrigens gerade. Vielleicht sollten wir sie mal ein bisschen unterstützen. Ich glaube, ich muss die Elder unterstützen. Wenn ich die Elder nicht unterstütze, sind sie gleich wirklich weg. Für sich selbst zu leben. Müssen die Elder retten. Befehle erhalten, Bruder. Mal sehen, ob wir das überhaupt noch rechtzeitig können. Ich habe da irgendwie kein gutes Gefühl. Jawohl, eure Herrlichkeit. Eroberung der Reliquie? Die da oben. Ja, warum machen die denn auch nichts? Die müssen hier doch mal irgendwie ein bisschen angreifen oder so. Das kann doch nicht angehen. Und wo gehen die lang? Nehme Schaden. Wer Angst zeigt, ich habe halt Sorge, dass ich Sindri aufwecke. Was soll ich tun? So, die Reliquie gehört jetzt auf jeden Fall mal uns. Jawohl, als nächstes brauchen wir hier auch einen Maschinenkult. Aha. Kultisten. Kultisten? Ja. Was ist ihr Begehr? Werde getroffen! Vernichten oder heilen! Wir sind die Allerwelt des Imperators! Schwer unter schwerem Beschuss! Ja? Lasst mich zu meinem Verbündeten. Ich werde bald dort sein. Haltet Stand, Elder. Ich helfe euch. Apothekarius bereit. Ich folge Ihrem Befehl. Lasst die Schlacht fliegen.
Niemand rettet kann die Elder! Ja? Zeigen wir ihnen, dass wir keine unkultivierten Bastarde sind. Stehe unter schwerem Beschuss! Haben aber auch hier noch Truppen rangeholt. Ja. Angriffsformation ja. Einnehmen. Ich glaube, wir müssen mal hier unsere Leute verstärken. Das ist ein bisschen sehr traurig. So, du musst das. Heute wird der Feind die Angst kennenlernen. Ja, ich hoffe, dass er das wird. Aber wir müssen erstmal. Wie kann ich euch helfen? Dafür sorgen, dass wir genügend Ressourcen kriegen, damit er überhaupt Angst haben kann vor uns. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Deine Anweisungen sind, bleibt mal auf der Seite. Ich werde gehorchen. Ich werde euch mit meinen Stiefeln zertreten. Die hören nicht auf. Mal für sich selbst zu leben. Wehrt sie ab. Den Feind mit meinen Stiefeln zertreten. So, und jetzt halten wir hier erstmal die Stellung, bis die Elder wieder alleine klarkommen. Verstanden. Wir können sie halt schon gebrauchen, ne? Also nutzlos sind die jetzt nicht. Ich werde euch mit meinen Stiefeln zertreten. Okay, als nächstes bauen wir einen Maschinenkult. In angemessener Eile. Damit wir möglichst schnell Prädatoren und so bauen können. Hier sollte vielleicht bald mal so ein schwer befestigter Posten auftauchen. Lasst die Granaten fliegen! Wir sind gerade in der Deckung, das ist gut. Ich bin vorbereitet. Keiner wird uns aufhalten. Das Ding holen wir uns jetzt auch mal. Auch wenn es die Elder dann nicht mehr haben können, aber mein Gott. Selbst nach dem Tode diene ich noch. Von allen Seiten. Man kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass das Chaos die Elder nicht mag. Aber so gar nicht. So überhaupt nicht. Das wird erforscht. Das sieht okay aus. Das kann noch erweitert werden. Was ist Ihr Begehr? Ich folge Ihrem Befehl. Angriff! Baut ihr jetzt mal was? Ihr müsst halt auch irgendwie mal Punkte einnehmen. Wenn ihr keine Punkte einnehmt, dann wird das auch nicht. Selbst nach dem Tode diene ich noch. Es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Wir hängen jetzt hier fest, weil wir die Elder verteidigen müssen, weil die nicht alleine leben können. Wie kann ich euch helfen? Der Feind greift an! Was soll das sein? Betreutes Sterben, oder? Das ist halt echt ein bisschen traurig. Ich folge Ihren Befehlen. Eröffnet das Feuer! Wie kann ich ihn? Naja, anyway, was will ich eigentlich, was soll die Moral der Geschichte sein, dass ich dieses Hobby halt mehrfach angefangen und dann irgendwie doch nicht zu Ende geführt habe? Die Moral für mich ist eigentlich eine sehr wichtige und sehr wertvolle, nämlich, probiert Dinge aus. Wenn ihr glaubt, etwas könnte euch echt gefallen und könnte euer Leben verändern, und zwar im Positiven, dann probiert es wenigstens aus. Auch wenn ihr dafür ein bisschen was investieren müsst, in dem Fall auch Geld und Gedanken, macht es trotzdem. Denn ihr könnt immer eine Sache dabei verstehen oder für euch herausfinden, die euer Leben, wie gesagt, langfristig halt auch bereichern kann. Und das ist grundsätzlich etwas, was man anstreben sollte. In meinem Fall hat es jetzt mit diesem Hobby nicht geklappt, aber das heißt ja nicht, dass es nicht mit einem anderen Hobby, zum Beispiel bei euch nicht, dass es, nicht super funktionieren kann. Ja, das ist eigentlich die Quintessenz, die ich daraus ziehe und ich finde, wie gesagt, das ist eine ganz gute. Ja. Mal sehen, was ich vielleicht in meinem Leben noch so an Hobbys dazu bekomme oder Hobbys verlieren werde. Oder dann nicht mehr, die ich da verfolgen will. Das Let's Paint zum Beispiel begleitet mich ja schon wirklich sehr, sehr lange. Das ist schon erstaunlich eigentlich. Und ich habe es bisher noch nicht satt, aber das liegt halt einfach auch daran, dass ich Videospiele grundsätzlich mag. Also damit kann man jetzt nicht. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Okay, die Truppenkonzentration können wir machen, dann können wir jetzt die Predator-Panzer bauen. Das geht natürlich nicht, weil wir hier das machen müssen.
Die nerven uns auch. Allerdings sind die befestigten Stellen jetzt stark genug, dass wir alleine klarkommen können. Die machen echt nichts, oder? Die machen einfach nichts. Die bauen keine Unit, nichts. Für den Imperator! Wofür waren denn die Elder gut? Wofür waren die hier gut? Hütet euch vor dem Steht Alien, das einer? Dem Mutanten, dem Ketzer. Dieser Tag wird ein glorreicher für sich. Was ist Ihr Begehr? Nehme Schaden! Was ist Ihr Begehr? Nehme Schaden! Predator Panzer, gleich zwei Stück. Wir gehen hier jetzt richtig steil. Ist da drüben. Schon wieder diese Dämonenmeute des Zinch. Nein, das ist der Oktopus. Der Bockwurst-Oktopus vom Dienst ist das, nicht von Zinch. Das Schlachtfeld wartet. Bringt mich zu den Verwundeten. Ja. Bringt mich zu diesem Morchposten hier. Oder zu diesem Punkt. Wie kann ich euch. Die halten echt gut Stand. Die befestigten Stellungen, die sind 1A. So, dann ist es schon bald so weit, dass wir Sindri in die Augen sehen werden und ihm sagen werden, geh sterben, du bist scheiße, du hast alles kaputt gemacht. Und außerdem bist du viel hässlicher als vorher, wobei, das ist mir nicht sicher, denn er hatte ja keine, er hatte ja eine Maske auf. Kann auch eine richtige Hässlette gewesen sein. Da kommt der nächste Predator, dann kann man auch drei Predator bauen. Ich bin das Werkzeug seines Willens. Ach. Er hat tatsächlich was gebaut. Das heißt, er macht irgendwas. Es ist besser, die Ficker haben hier ihre Reliquie eingenommen, sehe ich gerade. Das ist natürlich ein Problem, ne? Stehe unter schwerem Beschuss! Die sind noch am Erforschen. Ich weiß gar nicht, was brauche ich denn gegen Sindri? Brauche ich da Antifahrzeug oder? Weil ein Fahrzeug ist er ja nicht. Obwohl er schon wie ein Transformer aussieht, aber. So, theoretisch kannst du dir jetzt auf dem Weg die Reliquie holen, mein Freund. Okay, er baut auf jeden Fall auch wieder Sachen. Er baut hier auf jeden Fall auch wieder Sachen. Wir sind jetzt hier überall, kann es keinen Frieden geben. Überall ganz gut aufgestellt. Ich habe hier so ein dummes Pop-up von Mozilla. Das regt mich jetzt langsam auf. Warum ist das... So, jetzt bin ich wieder im Spiel. Warum poppt das ins Spiel rein? Was soll denn das? Das ist alles fertig. Apothekarius brauchen wir, glaube ich, schon. Wobei habe ich hier... Geht vorsichtig und tragt eine große Waffe. Okay, Leute. Werde getroffen! Das wird langsam ernst. Da kommt, glaube ich, noch ein Predator und dann brauchen wir einen Land Raider. Ja? Wir sind die Auserwählten des Imperators. Lass uns mal in die Richtung gehen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber... Ich weiß nicht, wo Sindri steckt. Stehe unter schwerem Beschuss! Ich weiß es nicht insgesamt. Nicht genau. Aber wir werden ihn finden. Und er wird verdammt stark sein. Das wird uns aber nicht aufhalten. Ihr könnt euch sicher sein, nichts wird uns jetzt mehr aufhalten. Predator Kampfpanzer hier. Ein einfaches Predator. Gut. Der Imperator wacht über uns. Den nächsten Punkt, den wir einnehmen. Ich bin das Werkzeug seines Willens. Wir holen uns jetzt den hier. Wir denken ähnlich. Echt, die Elder sind gerade wie so dieses wir Neugeborene, das versucht Muttermilch aus meinen Titten zu saugen. Aber nicht genug Nährstoffe abkriegt irgendwie. Das ist wirklich ganz frustrierend gerade mit denen. Bringt mich zu den Verwundeten. Ich bin bereit zu dienen.
dann hole ich mir jetzt alle Punkte selbst. Wir werden beschossen! Der wird wohl eh nicht mehr nützlich werden in diesem Leben. Apothekarius bereit! Festigen Position! Selbst nach dem Tode, ja? Holt euch den Punkt! Man soll die Gefallenen immer als die besten Männer des Imperators in Erinnerung behalten. Da sind wir auch. Jawohl, das ist soweit auch besser geworden, das auch. Oha. Oha! Heute wird der Feind die Angst kennenlernen. Wir sind vereint unter seinem Arm frei! Apothekarius bereit! Geht ab, Brüder! Der Gegner muss in den Gegner. Mein Glaube schützt mich wie ein Schild. Okay, jetzt zerfluten sie hier gerade schon ziemlich. Wir haben sie vertrieben. Die tauchen einfach überall auf. Apothekarius bereit. Sie sind Ketzerei, entspringt aus Müßiggang. Besser wird es für sie dadurch aber auch nicht. Der Glaube besteht ewig. Wir denken ähnlich. Werde getroffen! Verstanden. Oh, wie ist denn das jetzt schon wieder passiert? Apothekarius bereit. Weißt du, da ist man einmal woanders. Einmal kurz, für zwei Minuten. Und dann passiert das. Stürmt weiter voran, wir nehmen uns die nächsten Punkte. Apothekarius bereit. Ich bin das Werkzeug. Ja, sie sind schon wieder überall. Überall. Wie kann ich euch helfen? Indem du hier einen Hortposten setzt, den wir dann direkt befestigen müssen, weil die Gegner ein Rad abhaben. Da kommen sie nämlich auch schon wieder. Solange die befestigt sind, ist es alles kein Problem. Darüber hinaus wird es ein Problem. Da haben wir sogar noch ein Slag-Vorkommen hier. Wie kann ich euch helfen? Ja, look at my Slag. My Slag is amazing. Land Raider steht zur Verfügung. Du kommst mit hier oben. Das Schlachtfeld wartet. Wo kommen die denn lang? Es wird Zeit. Diese Antigraf-Plattform einfach. Wie kann ich dienen? Stehe unter schwerem Beschuss! Predator, wartet eure Befehle! Eure Herrlichkeit? Predator, wartet eure Befehle! Das Schlachtfeld wartet! So, wo bist du, Sindri? Predator Kampfpanzer hier! Dein Aufstieg zum Dämonenkönig, zum Dämonenprinzen, kannst du dir mal abschminken. Ich meine, gut, du bist schon aufgestiegen. Also aber eigentlich kannst du es dir doch nicht abschminken, aber... Wir werden dich nicht lassen. Erhalten, Bruder. Okay, immerhin baut er jetzt hier diese Antigraf-Plattform. Das ist jetzt zwar auch nicht das Beste der Welt, aber er macht mal irgendwas. Position gesichert. Das Schlachtfeld wartet. Nehme Schaden. Man soll die Gefallenen immer als die besten Männer des Imperators in Erinnerung behalten. Oh no. Oh no, oh no. Ich bin hier, um euch zu dienen. Ich bin nämlich immer noch Schaden. Ich hab das nicht verdient. Der Glaube besteht ewig. Ihre Strafe ist gerecht. Speichern wir und versuchen wir, den Dämon Sindri zu finden und zu vernichten. Ein für alle Mal. Bleibt wachsam, Bruder. Der ist wahrscheinlich hier oben bei dem Relikt, nehme ich mal. Befehle erhalten, Bruder. Starte den Angriff. Nehme Schaden. Befehle erhalten, Bruder. Starte den Angriff. Schwärmen aus. Schwärmen aus. Sindri. Verstanden. Da ist wahrscheinlich die Basis des Feindes. Angriff zu Befehl. Angriffsformation. Das sieht sehr danach aus. Zu Sieg und Ruhm. Für den Ruhm des Imperiums. Der Dämonenprinz. Ich glaube, vorher der Chaoshexer Sindri wäre effektiv gegen alle Einheiten. 15.000 Lebenspunkte.
Eliminiert dieses Monster! Wir werden siegreich sein! Hat doch das Malediktum-Teil in der Hand, da. Und er hat einen Predator zerstört. Sein Problem ist, dass er offenbar keine AOE-Damage-Fähigkeiten hat. Und das wird der Grund sein, warum wir ihn jetzt gleich vernichten werden. Ohne Backup hat er halt nicht viele Chancen. Tausend. Und er ist down. War's das? Mensch, zerstöre nicht den Stein! Du wirst uns alle verdammen! Ignoriert sie, Captain! Vernichtet den Stein, bevor er andere ins Verderben führt! Du weißt nicht, was du tust! Das werden wir nicht zulassen! Eliminiert diesen Chimpanzee! Nein! Na, du hast uns alle dem Untergang geweiht! Gut gemacht, Captain. Wir müssen uns beeilen, Brüder. Die Flotte ist bereit zum Aufbruch. Ich bin frei. Ich danke dir. Zeig dich, Dämon. Das werde ich. Bald. Bis dahin. Ziehe aus und verkünde meine Rückkehr. Ich bin nicht dein Bote, Dämon. Bist du nicht? Du hast mich befreit. Nein, ich habe den Stein zerstört. Ja, und hättest du es früher getan, hättest du mich tatsächlich vernichtet. Aber stattdessen hast du zu meiner Befreiung mit deinem Opfer beigetragen. Opfer? Was für ein Opfer? Dieser Planet war ein Altar des Blutgottes Korn im Mensch. Sindri hat die Invasion der Orks angezettelt, da er wusste, dass Space Marines kommen würden, um diese Bedrohung zu eliminieren. Der Tod jedes Einzelnen war ein Opfer für meine Befreiung. Und ich muss sagen, dein Beitrag dazu war zahlreich und prächtig. Isador, Bale und selbst Sindri. Ohne so viele Opfer wäre ich noch immer gefangen. Ich danke dir. Ich werde dein Leben verschonen. Ja, flieh nur und wisse, dass ich bald zurückkehre, um euch alle zu vernichten. Komm ruhig und du erhältst deine Bestrafung. Du bist der Gefangenschaft entflohen und hast so deine Vernichtung nur verzögert. Ich kenne dich nun.
Mission erfolgreich und damit Kampagne von Dawn of War abgeschlossen. Nice. Und das war Warhammer 40k Dawn of War. Zumindest die Kampagne des Spiels. Wir haben es ja, wie gesagt, früher größtenteils im Mehrspieler gespielt und es war da einfach immer wieder cool, das zu spielen. Vor allen Dingen, wenn man mit verschiedenen Rassen gegeneinander kämpft, da ist die Dynamik halt nochmal eine ganz andere als jetzt hier in der Kampagne zum Beispiel. Da hat man ja immer, im Grunde immer nur einen Feind. Bis auf, glaube ich, die eine Mission, in der wir gegen Eldar und Orks gekämpft haben. Ansonsten war es halt größtenteils, man kämpft erst gegen die Orks, dann gegen die Eldar und dann gegen das Chaos, ne? Ja, aber wie badass Gabriel Angelos einfach ist. Ich meine, er steht vor diesem richtig mächtigen kosmischen Wesen und er sagt dann, ja, fürchte dich, ich kenne dich nun. Ich werde dich vernichten, wenn du es wagst, in Erscheinung zu treten. Also schon, ja, krass. Aber, naja, wir haben jetzt nochmal den Plan von Sindri gehört, was der ursprüngliche Plan war. Und das hat ja alles zusammengepasst. In dem Stein war ein Dämon gefangen und dieser Dämon ist nun frei. Ja, schon heftig. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Dämon das genau ist, ob der eine Geschichte hat, ob der einen bestimmten Namen hat, aber ich denke mal, dass man das in einem weiteren Dawn of War Spiel vielleicht erfährt. I don't know. Auf jeden Fall hat es mir Freude bereitet, das Spiel zu spielen und ich hoffe, es hat euch Freude bereitet, zuzuschauen. Ich werde nochmal überlegen, ob wir uns noch weitere Dawn of War 1 Spiele anschauen. Winter Assault finde ich da schon am sinnvollsten auf jeden Fall, weil das auch eine klassische Kampagne hat. Bei Dark Crusade und Soulstorm ist das ein bisschen anders. Und da muss ich nochmal überlegen. Aber egal, ob ich mich für das eine oder das andere entscheide, es hat mir auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht. Das ist das Wichtigste. Hier sehen wir im Hintergrund nochmal so coole Sequenzen. Der Blutdämon gegen den Avatar zum Beispiel. Ganz nett gemacht. Und ja. Ich werde jetzt wie immer die Credits noch durchlaufen lassen. Wir sehen uns wie gesagt bei einem weiteren Projekt hier auf Valdis 348. Und denkt natürlich immer daran. I want you for an adventure.